Er war 24 Jahre, eine große Sportkarriere hätte er haben können. Bratislava Profispieler Boris Sedetski stirbt während einem Eishockeyspiel. Herzstillstand. Er ist 26, professioneller Kicker bei Blau-Weiß Linz. Rafael Dvamena bricht während eines Fußballmatches zusammen. Sein implantierter Defibrillator rettet ihm das Leben. Solche Fälle häufen sich derzeit. Leistungssport bedeutet eine maximale Beanspruchung des Herz-Kreislauf-Systems und dementsprechend kann es auch manchmal zu Problemen im Herz-Kreislauf-System kommen. Plötzlicher Bewusstseinsverlust, also ein Zusammenbrechen am Spielfeld oder auf dem Eis, ist meistens durch eine Herzrhythmusstörung verursacht. Gerade bei Profis rechnet damit niemand. Glaubt man doch, dass durchtrainierte Sportler automatisch auch fit sind. Regelmäßiges Training ist sehr gut für das Herz-Kreislauf-System und verhindert langfristig auch das Auftreten von Erkrankungen. Es ist aber so, bei Leistungssport und Spitzenbelastung kann auch das System Herz-Kreislauf an seine Grenzen kommen und es können Rhythmusstörungen ausgelöst werden, die einen Kreislaufstillstand verursachen. Probleme im Sport können vor allem in drei Situationen auftreten. Bei einer Herzmuskelentzündung, Herzschwäche oder einer angeborenen Herzrhythmusstörung. Wichtig, um Komplikationen, plötzliche Probleme zu vermeiden, ist, einen Sport nicht zu machen, wenn man sich generell krank fühlt. Das heißt, sich in diesen Phasen zu schonen. Oder wenn andere Erkrankungen schon vorliegen, wie zum Beispiel bekannte Herzerkrankungen, dann ist es wichtig, mit dem betreuenden Internisten zu besprechen, in welchem Ausmaß Sport betrieben werden kann. Profisportler wie Rafael Dvamena oder der Däne Christian Eriksen, die auf dem Fußballfeld kollabiert sind, haben aufgrund ihrer Herzerkrankungen implantierte Defibrillatoren und die retten im Ernstfall Leben. Der implantierte Defibrillator kann nur hochgradige Rhythmusstörungen beenden. Andere Erkrankungen des Herzens wie eine Herzschwäche oder eine Durchblutungsstörung des Herzmuskels bei einem Herzinfarkt kann der Defibrillator auch nicht beseitigen. Das heißt, einen Defibrillator bekommt nur jemand, der schon häufiger komplizierte Rhythmusstörungen gehabt hat und vor diesen neuerlich geschützt werden soll. Leistungssportler sind also etwas anfälliger als Hobbysportler auf Herzerkrankungen. Es werden selten Belastungen erreicht, die das Herz schädigen. Anders ist es bei Leistungs- oder extremen Ausdauersportarten wie Marathon oder Ultramarathon, Triathlon etc. Hier kann es sein, dass durch die massive Kreislaufbeanspruchung es à la longue zu einer Schwächung von manchen Teilen des Herzens kommt. Auch wenn diese Beispiele der jungen Profisportler erschreckend sind, Angst vorm Sport braucht niemand haben. Generell soll aber der Hobbysportler, der sich bei Ausübung seiner Tätigkeit wohlfühlt, keine Sorge haben, dass ein plötzlicher Herzstillstand bevorsteht. Das ist extrem selten. Dass derart häufig jetzt Ereignisse bei Spitzensport beobachtet werden, halte ich für eine zufällige Häufung und nicht im Zusammenhang mit irgendeiner anderen medizinisch relevanten Erkrankung wie zum Beispiel Corona. Profiathleten werden ärztlich gut betreut. Im Breitensport gilt Safety first. Wer sich krank fühlt, der sollte das Training besser einmal mehr auslassen und die eigene Gesundheit schützen.